hier. Leben Wrestling. Drew McIntyre gegen CM Punk beim SummerSlam unsicher? In den letzten Monaten wurde darüber berichtet, dass die WWE mit Drew McIntyre gegen CM Punk für den SummerSlam plant. Dieses Match wurde auch in der aktuellen Raw-Folge weiter angedeutet. Allerdings berichtet nun Dave Meltzer, dass dieses Match alles andere als sicher ist, dass CM Punk nach seiner Verletzung vom Royal Rumble immer noch keine offizielle Ringfreigabe hat. Es besteht aber große Hoffnung bei den WWE-Offiziellen, dass Punk rechtzeitig wieder fit wird. Kayla Braxton verlässt WWE. Über X kündigte die langjährige WWE-Moderatorin Kayla Braxton an, die Firma zum Ende dieses Monats zu verlassen. Braxton war seit Oktober 2016 bei der WWE tätig. Sie ließ durchblicken, dass sie nach ihrem Abgang bei der WWE ein neues Projekt starten würde. Worum es sich dabei handelt, verriet die 33-Jährige nicht. Jacob Fatu saß Gefängnisstrafe ab. Nach dem Debüt von Jacob Fatu bei der vergangenen Smackdown-Ausgabe berichtet Fightful Select jetzt, dass Fatu in seiner Jugend eine Gefängnisstrafe wegen Raubes absitzen musste. Diese Vorstrafe hindert ihn nun wohl rechtlich immer noch daran, in anderen Ländern als Amerika eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Die Rechtsabteilung der WWE versucht zurzeit, diese Regelung für Fatu zu lockern. Fatu steht wohl schon seit April beim Marktführer unter Vertrag, die Company wollte aber mit seinem Debüt warten, bis die internationalen Shows wie Backlash in Frankreich oder Clash at the Castle absolviert sind. Unter der Führung von Vince McMahon hätte man wohl auch schon über eine Verpflichtung von Fatu nachgedacht, ihn aber wegen seiner Vorgeschichte letztlich nicht verpflichtet. Triple H soll der Sache lockerer gegenüberstehen, zumal Fatu backstage einen sehr professionellen und freundlichen Eindruck machen soll. Kommt Roman Reigns mit einem neuen Gimmick zurück? Laut SportsKida sollen die jüngsten Aussagen von Solo Sikoa bei SmackDown, dass Roman Reigns nicht mehr zurückkommt, auf einen Gimmickwechsel für Roman Reigns hindeuten. Das Tribal Chief Gimmick soll demnach zwar noch eine Rolle im TV spielen, aber Reigns soll prinzipiell in einer komplett neuen Art und Weise präsentiert werden. Demnach ist es sogar möglich, dass sich Roman Reigns von den Ältesten seiner Familie lossagt. Der neue Charakter soll demnach empathischer, aber gleichzeitig auch noch mächtiger werden. Wie genau dies am Ende aussieht, bleibt abzuwarten.